Was geht ab, liebe Wrestling-Fans, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns wieder Gerüchte zu WWE 2K22 an, da auf der offiziellen Seite von 2K Sports Pläne für Mikrotransaktionen im kommenden Spiel geleakt wurden. Doch bevor wir uns das Ganze genauer ansehen, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr meinen Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützen könnt, falls ihr auf dem aktuellen Stand bleiben möchtet. Also drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um keine Infos mehr zu verpassen. Doch nun ist Schluss mit der Werbung und ich würde sagen, rein in die Gerüchte. Findige Dataminer konnten sich über die offizielle Seite von 2K Sports Zugriff auf deren Verzeichnis verschaffen. So wurde im Verzeichnis namens 2K22-Store ganze 24 PNG-Dateien gefunden, welche Bundles der Virtual Currency-Währung zeigen, die 2K in das kommende Spiel einbauen könnte. Wenn man sich die Namen der gelisteten Dateien genauer anschaut, erkennt man, dass 2K wohl plant, Bundles in Höhe von 5000, 15.000, 35.000, 75.000, 200.000 sowie 450.000 VC im Shop von WWE 2K22 anzubieten. Während im Verzeichnis keine Preise für die Bundles gelistet sind, kann man trotzdem feststellen, dass die Höhe der Währungen denen aus der NBA 2K-Reihe entsprechen. Vergleicht man nun die Preise mit denen der NBA 2K-Reihe, würde dies bedeuten, dass 5000 VC 1,99 Euro kosten, 15000 4,99 Euro, 35000 9,99 Euro, 75000 19,99 Euro, 200000 49,99 Euro sowie 450000 sageumschreibende 99,99 Euro kosten. Natürlich handelt es sich bei den Preisen lediglich um reine Spekulationen, da 2K weder die Preise bestätigt, noch die Bundles bisher offiziell angekündigt hat. Des Weiteren sind die Bilder der Virtual Currency bisher nur im Verzeichnis zu finden und keineswegs auf der offiziellen Seite von WWE 2K22. Die spannende Frage ist, ob sich 2K Sports durch eine Einführung eines Shops weiterhin auf den My Career Mode beschränkt, um seinen Superstar zu boosten, oder ob es in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird. Laut dem Journalisten Brian Musik könnte in WWE 2K22 ein Modus eingebaut sein, welcher dem MyT-Modus von NBA 2K ähnelt, bei welchen man Packs öffnet, welche man natürlich auch mit den VC-Punkten aus dem Shop kaufen kann. In den Packs von WWE 2K22 könnten sich zum Beispiel Kleidungen aus verschiedenen Zeiten oder aber auch Arenen befinden. Musik selbst soll 2K Sports einen solchen Modus vor vielen Jahren bereits vorgeschlagen haben, welcher äußerst positiv aufgenommen wurde. Was denkt ihr? Ist an den Leaks etwas dran und WWE 2K entwickelt sich ähnlich wie NBA 2K immer mehr zur Pay-to-Win-Maschine? Sind wir nun auch hier im Zeitalter der Mikrotransaktionen angekommen? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder einmal mit dem heutigen Video zu WWE 2K22. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben sowie ein kostenloses Abo freuen. Sollte es weitere News und Gerüchte zum kommenden Spiel geben, erfahrt ihr es natürlich hier auf meinem Kanal. Bis dahin heißt es, bleibt gespannt, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Enno.